So, mit Ehre beieinander. Wir sind heute wieder beim Sonnen draußen. Endlich mal wieder. Ein paar Leute werden sich mit Sicherheit schon freuen. Hätte das wieder einen Daumen nach unten geben müssen, weil es wieder schon mal wieder sehen, gell? Ja, wir haben heute unterwegs mit der Laura, meinem Vater und dem Günther. Der ist schon auf dem Feld drauf, der hat schon wieder nicht erwarten können. Ja, ein bisschen windig ist heute, ich hoffe, das stört wieder nicht. Sauber heiß ist heute auch wieder. Und ja, schauen wir wieder mal, was wir da aus dem Acker rausfischen. Da waren wir nämlich schon mal drauf. Da sind einige interessante Sachen gekommen, beziehungsweise wir sind jetzt da am Rand von unserem ehemaligen Kettenfeld. Das ist das Maisfeld da und das ist der hintere auch noch. Ja, dann sehen wir uns wieder beim ersten Fund und schauen wir mal, was wir heute aussuchen. So, da haben wir jetzt unser erstes Signal gehabt und ja, waren wir ziemlich tief mit dem Folienwert, deswegen haben wir das jetzt nicht aufgenommen gehabt. Hat sich herausgestellt als Teil einer Buchschließe. Da hinten ist noch die Nierten dort. Jawohl, der erste gute Fund. Jetzt haben wir schon ein paar Flaschendeckel raus und ein Haufen Alufetzen. Aber dann schauen wir nochmal, was da vorne die eine Bahn noch so bringt. So, dann machen wir jetzt wieder mal eine Live-Grabung. So, dann schöner 47er konstanten Wert gehabt. War so mittelmächtig unten. Das könnte da jetzt ein Münzen sein. Vorher haben wir auch gemeint, das ist ein Münzen, aber es war wieder ein Alufetzen. Da auf dem Fädel muss ich echt sagen, das ist extrem sauber eigentlich. Da ist fast kein Signal drin. Haben wir letztes Mal fast alles eigentlich schon durchgesucht. Jawohl. Da ist er drin. Oh, da haben wir was Rundes. Aber das schaut mir eher noch was Neuem aus. Na, wo ist jetzt hier? Das ist mir wieder runtergefallen. Na. Bravo. Ja, super. Hey. Jetzt wird es aber dann ekelhaft. So, mal. Ach, da ist es. Da haben wir es. Weißt du, was mich das erinnert? Das schaut aus wie diese Druckknöpfe, weißt du, die du bei Kinderhosen oder sowas hast. Stimmt, ja. Was bei den Jacken da. Das ist auf jeden Fall. Schaut aus wie Silber, ist aber leider kein Silber. Da hat Laura recht, das ist irgendein Druckknopf. Hinten sieht man das abbrochene Teil von dem Knopf. Ja. Ist sehr neumodern. Ja, leider bloß Schrott. Und weiter geht's. Boah, der Wind geht wieder brutal hier. Wahnsinn. So, Leute, wir haben jetzt da einen sehr schönen Oberflächenfund gemacht. Der hat mit dem Pini ein bisschen am Rand verwerkt da. Und dann ist gleich rausgerollt. Leider ist das nicht ganz, was ich da gefunden habe. Aber wir haben da eine Hälfte von einem Jesuskreuzerl. Ein super schöner Fund. Ist wieder mal im Folienbereich einer gekommen. Jawohl, ja, der Jesus ist auch noch dort. Wenigstens das. Schön, das gefällt mir. Jetzt haben wir seit langem wieder mal wieder Aluminium ausgeräumt. Und das ist wieder mal ein super schöner Fund zwischendurch. Jawohl. Und weiter geht's. So, als nächstes Signal haben wir da wieder mal einen sehr fragwürdigen Fund vom Signal her. Es ist eine Musketenkugel, aber ich weiß nicht, beim Fischer ab und zu, die sind so beschissen, dass man die einer kriegt. Die hat sogar einen Einfüllstutzen, schaut's her. Da herum sieht man den Einfüllstutzen von der Musketenkugel. Die ist richtig fett, richtig schön weiß. Jawohl, ein schöner Fund, aber wie gesagt, beschissen reingekommen. Ich weiß aber nicht, warum das ab und zu so ist. Naja, kennen wir ja vom Fischer. Jawohl, schöner Fund und weiter geht's. So, nächste Leihaufgrabung mit einem schönen 42er Signal. Das ist ja ein Doppelsignal gewesen, wenn ich ehrlich sein darf. So. War nicht so tief. Dann schauen wir mal. Ah, da haben wir es eh gleich. Was ist noch drin? Oh.
Sag einmal, gibt's nicht. Grab mich seine verwerken. Ja, wir haben sie raus anscheinend. Jawohl. Und da ist schon was Grünes, schaut's her. Oh. Ja, das ist wieder was anderes. Das Ding mal ist irgendein. Oh, da seht ihr es besser. Ja, Kupferblech wieder mal. Aber naja, zwei Löcher drinnen. Es ist auf jeden Fall was Altes. Aber ich denke mal, dass das ja irgendein Fragment von Widerhaken oder sowas sein kann. Ja. Gut, anfangen kann ich mit dem eigentlich jetzt nicht mehr viel. Jawohl. Und weiter geht's. So, der Günther hat jetzt eine Silbermünze gefunden, hat er gesagt. Müssen wir gleich mal hinschauen, was er da gefunden hat. Jetzt sag einmal her, bin ich gespannt. Oh, leck mir mal. Die ist geil. Eine Säure habe ich auch nicht. Warte mal. Gratuliere erstmal. Merci. Wasserbüchsen raus. Aber schaut euch die an. Ein bisschen drüber rein. Sondelgott besänftigen. Oh, die ist ein Hammer. Das ist richtig geil. So ein Aschi habe ich auch noch nicht gefunden. Die geht ja fast Richtung Mittelalter hin. Brutal. Steht da noch irgendwas dort? Also da steht 6-4. Da war der Schwitz von drüber. Ja, ja, verwendet. Schau her, da steht 1564. 1564, das ist ja kurz nach Mittelalter, aber. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, gratuliere. Und wie gut die noch beieinander ist. Das ist ein Wahnsinn, schaut euch die mal an. Schaufstein. Kurz. Hammerteil. Silberne Viereckert im Münzen nicht mithalten. Ja, schon. Du da? Ja, schon. Ja, das ist ja der Hammer. Ich bin gespannt auf die Bestimmung. Ja. 1564 ist die, aber keine Ahnung. Die habe ich auch noch nie gefunden, so eine. Das ist ganz von der Umschrift der Entziffern nochmal. Die geile Silberne. So. Die ist immer richtig fett. Die lateinischen Inschriften im Abfluss. Die musst bei MA-Shops musst du mal eingeben. Das musst du ja sagen. Mhm. Na, die ist echt krass. Die ist super. Jawohl. Weiter geht's, würde ich sagen. Toll. Sauer. Merci. Ja, die Silberne vom Günther, die war jetzt natürlich der Oberhammer. Hätte man nicht erwartet, auf dem Feld sowas einmal zu finden, weil da haben wir eigentlich schon ganz gut abgesucht. Aber das beweist natürlich, dass man wieder auf so eine Felder aufgehen soll, wo man schon mal komplett drüber gelaufen ist. Da können unter anderem dann nochmal sowas auf, weil der Bauer hat das dann nochmal aufgackert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Da haben wir jetzt ein nächstes Loch mit einem schönen 41er Wert. War auch nicht so tief. Also Viecherl. Und da haben wir es auch. Das ist jetzt bei mir einmal Zeit für Münzen, aber so wie es ausschaut, muss ich mir heute mit Musketenkugeln begnügen. Jawohl. Auf jeden Fall auch wieder ein schöner Fund. Schauen wir mal, ob noch Münzen kommt. Und weiter geht's. So, ich habe jetzt da beim 4er-G wieder ein Signal gekriegt. Und ich habe es auch schon gesehen, einmal reingestochen im Spaten. Schaut mir jetzt im ersten Moment aus wie so eine Kette. Ich habe es aber noch drinnen lassen, dass wir mir das miteinander aussuchen können. Da ist es drinnen. Oh, was ist denn da noch dort? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Oh, das schaut schon ein bisschen alt aus. Wie so ein Fragment von einer alten Burschlüssen oder was. Das Kettenteil.
So was habe ich auch noch nicht gefunden. Das könnte jetzt neu sein, das könnte aber alt sein. Da hat er so eine Rille drin, das könnte schon alt sein. Das drum. Da vorne ist was abgebrochen. Nicht schlecht, das werde ich auf jeden Fall mal in meine Fundtaschen mit rein tun. Zu den guten Sachen und in die Fundzusammenfassung. Bin ich mal gespannt. Wenn einer von euch das weiß, kann er mir das gerne schreiben. Jawohl, und weiter geht's. So, jetzt haben wir wieder einen Brocken in der Hand. Und ja, ihr seht da schon ein bisschen was Grünes. Ich kann jetzt ausschauen. Und da bin ich jetzt selber mal gespannt, was das ist. Das könnte jetzt nämlich entweder ein Burschlürsenfragment, ein Klump, Blechflätzen oder ein Schnallen oder sonst irgendwas sein in der Richtung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt bringen wir den mal auseinander. Hat ein ziemlich sprunghaftes Signal gehabt. Oh ja, das schaut mir nach einer Schnallen aus. Jawohl. Oh. Ja, die hat sogar noch Randverzierungen. Richtig schön. Oh, die ist nicht. Die ist noch richtig schön. Schaut euch die mal an. Da haben noch. Ja, die tue ich jetzt einmal schnell auf den Boden. Die spritze jetzt euch einmal schnell sauber. Ich tue jetzt einmal daher. Dann machen wir die mal schnell sauber, dann kann ich es euch richtig gut sagen. So. Seht ihr die Muster, die wieder rauskommen? Schaut es euch an. Da vorne ist der Dorn gewesen. Da. Machen wir einen Mittelgrad dort. Nicht schlecht. Also das ist wieder ein schöner Fund. Jawohl. Und weiter geht's, würde ich sagen. Ja, Markus, ich mache jetzt schon langsam Konkurrenz mit deinen Musketenkugeln. Jetzt wird es dann echt haarig da. Laute Musketenkugeln finden wir da. Aber was für Blattscharen da, schau dir das an. Ja, somit geht ein schöner Gruß an die. An den Simsi Malwurf, den Markus. Und weiter geht's. So, und da haben wir da nochmal einen super schönen Oberflächenfund. Und der ist nicht da im Loch drin, sondern ich habe ihn schon in der Hand. Ah, oh, mit Pflanze einer. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass ich das in der Hand habe. Was hast denn du da? Das ist auch eine Musketenkugel. Ja, schau her, da finden wir Haufen von denen. Wahnsinn. Ja, und ich habe da einen halbrunden, einen Seenbronzeknopf, den finden wir öfters einmal. Gut, ein schöner Fund und weiter geht's. So, dann machen wir jetzt einmal eine Live-Grabung mit einem schönen 66er Wert. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende für heute. Ich leite schon noch vier zum Wegerl, mein Vater auch. Und der Günther hat leider schon haben müssen. Und Laura ist auch schon für ins Auto, weil sie da zu Hause ist, also es ist halt wirklich brutal heiß. Aber jetzt kriegen wir mal das Signal aus, das hört sich für mich nach einem Regen bringt Segen an. Oder nach einem Flaschendeckel, wenn ich ehrlich sein darf, das Signal. Aber schauen wir mal. Das war echt schön, das Signal. Könnte aber natürlich auch wieder eine Musketenkugel sein. Na. Wo hat es denn wieder versteckt, das Signal? Ist anscheinend noch herunter. Gut, dann müssen wir nochmal reingraben. Nochmal reinschauen mit dem Detektor vorher. Ja, konstant 65 ist 67 jetzt. Derer Seiten da hin. Oh, der Wind geht halt echt brutal. Oder es kann natürlich auch sein, dass das eine fette Silbermünze ist, wie der Günther vorher gefunden hat. Das wäre natürlich auch der Hammer. Silber habe ich eh schon lange nicht mehr gefunden jetzt. So. Schauen wir mal. Da. Jetzt glaube ich es aber, da nicht. Ah. Da an der Seite ist er drin. Da haben wir es rausgepfeffert. Und? Na? Nein, das ist da an der Wand drin. Ne? Und
Da bin ich jetzt gespannt. Oh, das sehe ich schon wieder Aluminium, oder? Jawohl! Ah, leck, das war mal. Was war denn das? Da kann ich das Audi-Zeichen sehen, das glaube ich war mal irgendein Teil von dem Auto. Wo ist der Teufel? Keine Ahnung. Gut, nur Schrott und weiter geht's. Schauen wir mal, ob wir noch was finden. So, wir packen uns jetzt für heute wieder. Jetzt ist nach dem einen Audi-Teil da nichts mehr gekommen auf den letzten 5 Meter. Und ja, aber hat sich halt ziemlich ausgezahlt. Da habe ich schöne Schnellen gefunden. Dann hat die Silberne vom Günther, die war noch gezogen hat, das war der absolute Hammer von 1564, glaube ich, wurde. Habe ich noch nie gesehen, so eine. Ja, sonst halt noch Musketenkugeln und so Standardzeug, was man eigentlich auch findet. Münzerl bin ich halt wieder leer ausgegangen, sagen wir so. Da habe ich jetzt die Schlangen mal gefunden. Ja, und trotz alledem, wir sagen mal Servus, pfiat euch, habe die Ehre. Servus, pfiat euch. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal.